Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind wieder mit unserer Buddel Queen unterwegs, wie ich neulich netterweise genannt wurde von einem der unsagbar vielen Verehrer in unserer Galaxie. Da gibt es einige, die stehen Schlange. Ich denke, das ist klar. Und ja, heute, wir gucken mal. Ich hatte ja in der letzten Folge, in der Explorer-Folge erwähnt, dass hier das Paenit auf 19.000 runtergegangen ist. Das ist aktuell immer noch so. Und es sind jetzt immer so um die 1995, 1004 Tonnen auf, ja, in der Station. Beziehungsweise auf Nachfrage, keine Ahnung. Jedenfalls ist das enorm gestiegen. Das war mal bei um die 200, 300 und daraufhin hatten wir halt deutlich mehr bekommen. Aktuell habe ich halt noch 2 Tonnen im Frachtraum. Hier steht zwar 52 Tonnen, allerdings sind das schon 50 Drohnen, die dabei sind. Deswegen behalte ich gerade derzeit das Paenit und wir machen heute ein bisschen was anderes. Beziehungsweise, also, ja, was anderes machen wir nicht, aber wir rüsten das Schiff nochmal dezent um. Und zwar werde ich die Zweier-Raffinerie. Machen wir gleich, die verkaufen wir gleich. Pass auf, wir hauen erst den Schildgenerator raus und kaufen uns dafür gleich die 3B-Raffinerie. Die kostet, oder? Oder die 3C? Na komm, lasst uns die 3B kaufen. Da haben wir 7 Behältnisse. Oder die 3C. Jetzt sehe ich gerade, die hat sogar 6 Behältnisse. Ich habe gedacht, die hat auch bloß 5. Okay, die hat sogar 6 Behältnisse. Na, pass mal auf, wir verkaufen erstmal die 2er-Raffinerie. So, die kommt erstmal weg. Der Schildgenerator, der wird ersetzt. Wir fliegen jetzt einfach mal ohne Schildgenerator los. Hier hätten wir halt 7 Behältnisse. Aber ich glaube, mit 6 kommen wir auch schon sehr gut zurecht. Pass mal auf, wir kaufen einfach mal die für 200.000. Das ist ja super. Beziehungsweise 187.000. Und den 2er-Frachtraum, den 2er-Modulplatz, machen wir einfach nochmal 4 Frachtplätze draus. So, da kommen wir dann nämlich insgesamt auf 84 Tonnen Fracht. Haben eine größere Raffinerie drin. Und da würde ich dann doch nochmal. Ja, komm, ich erhöhe nochmal auf 66 Drohnen. Auf 69 Drohnen. Und dann fliegen wir doch mal in den Abbauring. So, wir haben jetzt kein Schild dabei. Das ist eigentlich erstmal nicht so schlimm, denn das sollten wir auch so ohne Schild packen. Wir sind im Handelsrang aufgestiegen. Auf Kaufmann 5% haben wir da auch schon erreicht. Und das hier war nochmal eine Rufsveränderung. Genau, und das hier war dann die kleine nette Nachricht, dass wir Kaufmann geworden sind. Das ist immer ganz schön gemacht, finde ich echt nett. So, und da kommt das Kaufmann-Logo. Zack. Wunderbar. Sehr schön. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Jo, und dann würde ich sagen, düsen wir los. Das ist aber jemand ziemlich schnell unterwegs, dafür, dass wir relativ weit hinten sind. Na gut, dann geht's los. Gehen wir noch mal einfach ein bisschen Bergbau machen, ein bisschen abbauen. Also ein bisschen vorsichtig rausfliegen. Will ja nicht das Schiff gegen die Wand setzen. Ich weiß nicht, hier ist auch jemand vor Ort. Vielleicht in der Python, ich weiß es nicht. Okay, wird jetzt nicht mehr angezeigt. Gerade hat man noch gesehen, dass da in der Station ein Commander unterwegs ist. Aber wer das ist, keine Ahnung. Okay, vielleicht ja jemand von euch. So, da geht's wieder hin. Und ab dafür. Theoretisch passiert ja nichts im Abbauring, ne? Wie gesagt, piratentechnisch ist da nicht viel los. Und auch. Ja, man kollidiert ja schon sehr selten eigentlich auch mit den kleinen Brocken, die da unterwegs sind. Muss ich halt ein bisschen vorsehen. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich. Okay, die Raffinerie ist komplett leer. Es könnte ja sein, dass da. Ne, gut, das kann es ja nicht übernehmen, da man die Raffinerie nicht ausgetauscht hat, sondern direkt erst verkauft und dann eine neue gekauft. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man einfach im selben Slot auf eine höhere upgradet, ob es da die Hopper, die belegt waren, beziehungsweise die Behälter, ob die dann auch direkt mit übernommen werden oder ob das immer leer ist, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wie gesagt, zweimal Paenit haben wir noch dabei. Ich hätte mich jetzt auch hier irgendwo mal umschauen können. Ja, in einem umliegenden System habe ich jetzt aber nicht gemacht. Dadurch jetzt keinen
Nerv, irgendwie großartig rumzufliegen. Und deswegen hier nochmal weiter mit Bergbau. Aktuell haben wir noch 3,8 Millionen. Ist gar nicht so schlecht. Oh, bisschen schnell. Kein Problem. So, na komm schon. Das passt. Sehr gut. So, dann legen wir mal los. Als erstes wieder die Erzsuche. Und wenn wir jetzt doch ein paar Tonnen mehr Pioneer zusammenkriegen und die Preise noch nicht wieder besser sind, würde ich dann mich doch mal umschauen in den umliegenden Systemen, dass wir das irgendwie loskriegen. Ja, immer noch derselbe Frameshift-Antrieb drin. Wir haben noch keinen besseren gebraucht. Gucken wir mal, was heute die Community-Events sagen. Wie gesagt, wenn da was Gescheites dabei ist für Handel, würde ich das Schiff komplett auf Handel umrüsten. Allerdings mit Schildgenerator, mit einem Dreier-Schildgenerator. Weniger geht leider nicht beim T6. Und dann da einfach ein bisschen mitmachen. So, da ist jetzt ein Schiff aufgetaucht ohne Cobra MK4. Ist aber relativ weit weg und ich bin ein bisschen schnell. Kein Problem. Gold, nee, komm. Ja, man ist immer noch mal ein bisschen schneller unterwegs, wenn das Frachtgestell noch nicht draußen ist. Ich lasse das in der Regel draußen, so wie ich einmal die Sammler draußen habe und dann angefangen habe, irgendwo ein bisschen Abbau zu machen an dem Brocken. Dann lasse ich die Frachtluke auch draußen. Und dann ist man ja allgemein Samarium. Ja, komm, wir nehmen mal das Samarium mit. Dann ist man ja allgemein immer ein bisschen langsamer mit Frachtluke. Da fliegt man ja bei Weitem nicht so schnell. So, halt. Sammler brauchen wir noch. Und jetzt haben wir... Oh, jetzt kommt der erste Pirat. Pass mal auf. Ach fuck, ich habe das Pioneer noch mit. Oh, oh, unter Umständen. Haha, stimmt, wir haben ja noch Pioneer mit dabei, ne? Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Fuck, das ist eine Ella und eine Cobra im K4. Und ohne Schild ist natürlich nicht so prickelnd. Ich versuche jetzt hier einfach mal abzuhauen. Okay, sogar meine kleine Flucht, auch nicht schlecht. Ich habe jetzt überhaupt nicht an das Pioneer gedacht, wie doof. Ich habe es vorher noch erwähnt, aber ich dachte, ja komm, okay, wir haben ja nichts dabei, sollen sie mich halt scannen. Tja, schade, egal, jetzt gehen zwar die Drohnen draus. Das hier nimmt kein gutes Ende, wenn du mir 20 Tonnen Fracht überlässt, okay? Ich kann dir 20 Drohnen geben, du Depp. So, aber dadurch, dass wir recht gut im Boost unterwegs sind, kommen die jetzt auch nicht so schnell hinterher. Wir haben sogar plus 1% Hülle verloren, die Piraten sind sogar schon weg. Puh. Zumindest, sie werden mir nicht angezeigt. Mal schauen, ob es reicht mit dem Abstand. Oh doch, da kommen sie wieder. Alles klar. Ich mache mich nochmal vom Acker. Ach komm, 7 Kilometer weit weg. Die dürften bald abdrehen. Ah ja, lass mich in Ruhe. 8 Kilometer weit weg. Der verfolgt mich doch schon gar nicht mehr. Okay, wir fliegen jetzt mal noch ein bisschen. Auch schön, mal so ein bisschen Speed durch die Brocken zu fliegen. Oder nah dran vorbei. Kommt aber immer noch die Nachricht links oben, ne? Mann. So, ich hoffe, wir haben es gleich. Kommt immer noch die Nachricht. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich habe überhaupt keine 20 Tonnen von irgendwas Gescheiten dabei. So, wir müssen jetzt schon locker eigentlich so 12, 14 Kilometer entfernt sein. Also willst du lieber sterben? Nun gut. Der kann mich gar nicht mehr auf dem Radar haben. Komisch, ne? Auch keine Systempolizei unterwegs aktuell. Gut, dass wir einen guten Energieverteiler drin haben. Da kann ich relativ oft boosten, aber eigentlich dürfte jetzt nichts mehr nachkommen. Pass auf, ich booste jetzt noch einmal. Und dann dürfen wir unsere Ruhe haben.
auch mal schön, ne? So eine kleine Flug durch den Asteroid oder durch den Ringgürtel, durch den Ring. Achso, okay, das ist er nicht. Für die FA. Dankeschön. So. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Na komm. Fliegen wir mal hier hoch. Ah, seht ihr, ich wollte noch was ansprechen. Moment, das muss ich mal kurz nebenbei öffnen. Das seht ihr ja nicht, keine Angst. So, gut. Hoch. Indiz, Samarium, Galit. Nö, hier war doch gleich noch einer. Ah, ich habe gar kein Licht an, sehe ich gerade. Platin, 24% Platin. Hallo. So. Jetzt geht's aber los. Halt! Ich Depp. So, Energieverteilung vergessen zu ändern auf die Waffen. So, und los. Genau, und zwar gab es nochmal, hatte ich jetzt im deutschen Forum wieder gelesen, und zwar gab es vor ein paar Tagen schon so einen kleinen Livestream nochmal irgendwie von Frontier. Und zwar der Akula Siron. Der hat da nochmal so einen, so einen netten Forumsbeitrag verfasst, deswegen, worauf dann wieder viele PvPler angesprungen sind. Darum geht es mir aber auch gar nicht. Sondern lediglich darum, wie es sich mit den Straftaten dann verhalten soll. Mit dem nächsten Update schon. Hatte ich ja schon erwähnt dann in dem kleinen Infovideo, dass da was geändert wird. Und tatsächlich die... Moment, ich lese mal vor, beim Abschuss von einem nicht gesuchten Spieler oder NPC potenziert sich nach dem Update das Kopfgeld des Spieler schiffgebunden und modulgebunden mit jedem weiteren Abschuss hoch. Als netter Nebeneffekt wird der Versicherungswert wohl anteilig auf das Kopfgeld berechnet, was dem Geschädigten dann zugutekommt. Dieser hat dann deutlich geringere Neukaufkosten und damit weit weniger Ärger am Hals als der infantile Ballerfuzzi. Ich habe es jetzt einfach mal so vorgelesen, der nichts Besseres zu tun hat, als Terror zu stiften. Ich will jetzt hier keine PvP-Diskussion lostreten, überhaupt nicht. Da möchte ich auch nichts von lesen in den Kommentaren. Können sich die Leute im Forum da gegenseitig zuschreiben. Aber das finde ich ganz nett gemacht, dass wirklich, wenn Leute sinnlos abgeschossen werden, dass die dann keine so hohen Versicherungskosten mehr haben, dass die dann sogar eventuell so ein bisschen entschädigt werden. Also dahingehend gibt es wohl eine sehr schöne Änderung, was ich auch gut finde und auch begrüße. Das ist eine feine Sache. Warten wir mal auf die offiziellen Patchnotes, wie das da genau dann nochmal drin steht. Und heute am Donnerstag, ich habe heute leider keine Zeit, ich bin heute Abend nicht zu Hause nach der Arbeit und kann deswegen den heutigen Livestream von Frontier nicht sehen. Eventuell, wenn ich abends nach Hause komme, dass ich das nachhole. Vielleicht hat jemand von euch dann sogar schon einen Link parat für mich, das wäre sehr lieb, den ich dann... den ihr von mir aus in den Kommentaren dann posten könnt, wo ich mir dann danach nochmal den Stream angucken kann, denn da in dem heutigen Stream soll etwas zur Chieftain gesagt werden, was genaueres. So, und jetzt kommt's. Jetzt hatte ich noch was gelesen, denn für mich und einige andere war klar, dass oder war wohl auch so anhand einer Info, die man mal irgendwie bekommen hat, dass die Chieftain doch schon eher militärisch ausgerichtet werden soll und wohl 7 Hardpoints haben soll. Also irgendwie, weiß ich nicht, 2 große, 3 mittlere, 2 kleine, 2 mittlere, 3 kleine, irgendwie so. Irgendwie auf 7 Hardpoints soll die kommen, was ich schon ziemlich krass finde. Und das wundert mich aber, dass die Chieftain dann wohl anderen Angaben zufolge nicht militärisch unterwegs sein soll. Also, ja, habe ich jetzt 2 verschiedene gegenteilige Sachen gehört. Aber wie gesagt, der heutige Livestream, der bringt dann ein bisschen Licht ins Dunkel. Und ich denke, wenn wir dann morgen dann den Livestream machen, wir den Livestream zur 333. Folge, dass wir uns da einfach ein bisschen austauschen können vielleicht über die...
über die Infos, die es dann neu gegeben hat zum Schiff. Auf was ich sehr gespannt bin, das sieht nämlich auch echt schick aus. Gefällt mir. Kann man eigentlich nicht meckern. Wie gesagt, das wird ein Allianzschiff. Dafür ist kein Rang notwendig. Es gibt auch gar keine Ränge für die oder von der Allianz im Spiel. Noch nicht. Ich denke mal, das kommt irgendwann. So, was haben wir hier? Ein bisschen Palladium. Indeed, die fünf Dinge haue ich schon mal raus. Das kommt auch raus. Ah, die Raffinerie, da ist ein bisschen mehr Platz. Das ist eine feine Sache. So, und zwar nochmal was zu dem Update für oder gegen die bösen, bösen Piraten. Und zwar ist es dann so, Moment, jetzt versperrt mir gerade der eine Stubentiger die Sicht auf den Monitor. Geh mal weg. Kusch, kusch. So, und zwar gilt dann auch das Kopfgeld, was man dann erhält, in wohl allen föderalen oder imperialen geltenden Systemen. Also schon noch ein bisschen krasser. Und dann werden wohl wirklich Anarchiesysteme, die Systeme, in denen sich dann die PvPler austoben können, ohne dass da... Oder dass denen da ja durch ihre Handlungen was Schwerwiegenderes zu tragen kommt. Aber in den normalen Systemen könnte es für die halt echt schwierig werden. Gerade da dann auch die Sachen schiffs- und modulgebunden sind. Finde ich ganz interessant. Mal schauen, was da nochmal in den richtigen Patchnotes dann drin steht. Aber das finde ich an sich wirklich eine schöne Sache, dass das dahingehend geändert wird und auch gerade neue Commander, die das Spiel jetzt erst anfangen oder noch ganz frisch dabei sind, dass die dann nicht ganz so viele Probleme bekommen, wenn dann wirklich die einfach gegankt werden oder abgeschossen werden, sinnlos abgeschossen werden. So, da ist die Drohne kaputt, die andere auch. Na komm. So, wie sieht's denn aus, frachttechnisch? 67 von 84, ja, halt. Einmal Galit, weg damit. Guck mal, fünfmal Platin und Palladium auch schon zweimal, wunderbar. Kriegen wir bestimmt noch ein, zweimal raus. Oh, neues Material. Zinn. Ich gehe kaputt. Man kann sogar Zinn aus den Brocken rausziehen. Oh. Ha, wieder was Neues gelernt. Ach übrigens, ich hatte mich ja beim letzten Mal noch gewundert, ob es brockenabhängig ist, was man für Materialien noch rausziehen kann, weil ja da immer dann da steht, Materialgehalt niedrig oder mittel. Das ist wirklich von Brocken zu Brocken unterschiedlich. Ich glaube, den hatte ich vorher schon. Ne? Hier steht jetzt zum Beispiel ganz links unten Materialgehalt niedrig dran. Bei einem der anderen wird dann wahrscheinlich Mittel dran stehen. Hatte ich jetzt in der letzten Runde mal beobachtet, dass dann halt auch manchmal einfach Mittel dran stand. Also dass wirklich unterschiedlich ist. Mal schauen, ob jetzt hier nochmal Piraten auf uns zukommen. Aber ich glaube wirklich, man hat dann echt seine Ruhe. Finde ich auch ganz okay, dass dann beim Abbauen nicht alle 10 Minuten irgendwelche bescheuerten Piraten hier vorbeischneien und mal gucken, was man so dabei hat. Dass man das wirklich auch in Ruhe machen kann. Ich hoffe, das bleibt so. Oh, Platin. 37% Platin. Ja, hallo, das nehmen wir mit. Gold, Silber und Platin, Silber und Samarium. So rum. Platin, Silber und Samarium. So, mal den nutzlosen Mist wieder rausgelöscht. Ja, also mit 6 Hoppern ist es schon mal, oder mit 6 Behältern ist es deutlich einfacher oder entspannter. Mit 10 umso mehr, da braucht man eigentlich fast nichts löschen. Da so bei 8, 9 immer die Grenze erreicht ist, dass man dann alles dabei hat. Und mit 10 Behältern, oh, kann man das ganz entspannt alles angehen. Sehr schön, mal schauen. Wir haben jetzt schon einmal Platin dazu bekommen. Mal gucken, wir hatten vorher anscheinend 7. Guten Abend, schönste. Da, schon wieder. Es hagelt hier Komplimente in einer Tour. Ich kann mich kaum retten.
Übrigens mal was anderes, was jetzt wirklich nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber wovon ich gerade abseits von Elite Dangerous sehr begeistert bin. Ich spiele gerade Legend of Zelda, dieses Breath of the Wild, was letztes Jahr rauskam. Meine Güte, macht das Bock. Also ohne Scheiß. Es ist ja wirklich genial. Das ist auch eine schöne Sache. Also wer da die Chance hat oder hier so eine Wii U oder eine Switch, kann ich nur empfehlen. Echt ein schickes Spiel. Zocke ich gerade so nebenbei immer mal. Das macht echt Laune. Halt, wollte ich gar nicht. So, 12. Schwefel raffiniert. Nee, Schwefel nicht raffiniert. Schwefel einfach eingesammelt. So. Auch der ist leer. 13 Mal. Sehr gut. Also wie gesagt, wir können ja in dem System schon alles... Oh, noch mal Platin mit 40%. Hallo. Wir können ja schon alles recht gut oder normal verkaufen. Außer halt Painit und Niedertemperatur-Diamanten. Die sind nur, ich glaube, bei 40.000 oder sowas. Also auch recht niedrig im Vergleich zu dem, was die sonst bringen können. Nochmal Platin. Wie finde ich dich? Ich meine, du bist irgendwo hier. Noch ein Weihnachtsgeschenk im Frachtraum? Oh, ich hoffe keine Minen. Warte mal, dann lade ich dich hier mal ein. Ich dachte ja damals, als sie das angekündigt haben, dass es dann irgendeinen Sammeldrohnen geben wird zum Abbauen, dachte ich, oh Gott, das wird wieder nicht funktionieren, dass das irgendwie verbuggt ist ohne Ende, dass die nicht richtig einsammeln. Aber das hat von Anfang an echt spitze funktioniert. Also das war eine Sache, damit haben sie mich echt überrascht, dass das ohne Schwierigkeiten hier vonstatten geht, immer mit den Drohnen. Platin 18 Mal, sehr gut, jawohl. Also Platin ist hier wirklich auch so... bei ungefähr dem, was hier gerade rechts angezeigt wird, als galaktischer Durchschnitt bei knapp 19, irgendwas, 19,5 oder so gab es hier aktuell. Also das ist schon in Ordnung, kann man machen. Vielleicht haben wir auch nachher Glück, dass wir, wenn wir wieder zurückfliegen, die Preise wieder normal sind. Aber ich glaube es fast nicht. Nochmal Platin, immer mehr Platin. Von mir aus können wir auch die letzten, wie viele Tonnen haben wir dann noch frei? 77 sind belegt, 52, oh, wir haben erst 25 Tonnen. 26 Tonnen jetzt im Frachtraum. Jo, die anderen 50 Tonnen noch mit Platin füllen. Und hier sehen wir es jetzt, links unten Materialgehalt bei dem Brocken ist Mittel. Genau, wir sind ja gerade im Geschwader. So, und nochmal Platin, jawohl. Komm, nochmal Platin, wenn wir schon dabei sind. So. Sogar eine Tonne Silber noch voll gekriegt. Okay, 22 Tonnen haben wir schon. Oder er hat Torpedos dabei. Ich glaube, die Torpedos durchbohren so eine T6 einfach mal von links nach rechts, von oben nach unten oder von vorne nach hinten. Wie mit einem heißen Messer, wenn man da durch Brot schneidet. Na gut, okay, 40% Präsodym, das nehmen wir dann Praseodym. Ich sage immer Präsodym, ich weiß nicht warum. Praseodym. Da auch 30%, aber hier waren es 40%. Pass mal auf, dann nehmen wir erstmal den hier mit. Bringt ja auch so um die 10.000, das ist okay, das können wir ruhig machen. So, Praseodym, Galit und Indit. Jetzt Painit gelöscht? Ach ne, da war ja nichts drin. Vergesst, es war ja nichts drin. Alles klar. So, wo ist er denn? Er müsste vielleicht hier irgendwo sein. Er ist noch im Supercruise unterwegs. Okay, dann dürfte er vielleicht gleich kommen. Ach so, warte mal. Ah, ich vergesse es immer. Geschwadersignal aktivieren.
Ich vergesse es immer. Standardmäßig. Moment. Entschuldigt. Da hatte ich mehr als einen Frosch im Hals. Kam nichts mehr raus gerade. Da kann man das einstellen, dass das Geschwadersignal standardmäßig ein ist? Anscheinend nicht. Er hat uns auch eben kurz gesehen. Na gut. Ja, dann wird er gleich kommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir machen heute in der Folge auch den Frachtraum voll. Die geht wahrscheinlich jetzt länger. Ist jetzt kein Problem. Ich möchte jetzt nicht nochmal teilen oder mittendrin aufhören und dann wieder neu anfangen, weil morgen dann der Livestream kommt und ich dann praktisch mit einer Folge überspringen würde. Und deswegen geht das hier durchweg. Jetzt ist er voll. Raus. Komm. Ich hau mal direkt nach 10 Drohnen raus. Da hier links der Brocken ja auch irgendwie 40% Praseodym dabei hat. So, muss ich leider noch mal einen Erdsucher draufschicken. Ah, okay. Ich bin schon mal froh. Alleine mit dem Platin haben wir schon locker 400.000 zusammen und mit dem Rest Ressourcen nicht zugewiesen. Okay. So, jetzt reicht's. Na, wo ist er denn? Könnte man auch gern, wer den Livestream von Frontier nachher verfolgen sollte, oder heute, ich weiß nicht genau, wann der heute kommt, gern, wer da Bock hat, Infos oder was er so aufgeschnappt hat, hier nochmal in die Kommentare mitschreiben, kein Problem. So, wie sieht es mit Frachtraum aus? Gleich wieder voll. Ne, 8 Tonnen sind noch frei. Und der hier vorne ist auch gleich leer. Na komm. So. Oh, kommt ihr vorbei? Ja. Ach, da ist er. Jetzt ist er unten aufgetaucht auf dem Radar. Achso, die sammeln noch die Drohnen, okay. Palladium 37%. Ui, ui, ui. Palladium, Samarium und wieder Praseodym. Palladium, Samarium, Praseodym. Okay. Trotzdem, den Mist haue ich direkt mal raus. Ah, da kann ich wahrscheinlich gleich wieder ein paar Drohnen wegwerfen.
Nice, 37% Palladium nochmal. Okay, das ist echt super. Er nähert sich von hinten. Palladium. Genau, vorher hatten wir zwei. Mal schauen, auf wie viel wir kommen. Bestimmt auf 8, 9. Vielleicht sogar 10. Nicht erschrecken, stehe hinter dir. Okay. Langsam ranpirschen. Gott, kann man auch missverstehen, ne? Na komm, der hat nur noch 40%. Palladium, ja! Was mich auf dem Hauptaccount halt immer so ein bisschen dran gehindert hat, regelmäßig an den Handelsevents teilzunehmen, war halt immer dieses Hin- und Hergefahre oder Hin- und Hergefliege oder das Nachgehole mit den Schiffen. Nicht jetzt wegen dem Geld, was man dafür zahlen muss, sondern immer, weil man dann wieder wartet und immer wieder wechseln und so ist es. Oh, Polizeieinheit ist unterwegs. Okay. Jetzt kommt er. Eine halbe Stunde zu spät, Fräulein. Oder Freundchen, je nachdem. Ui. Da ist er, ja. Einfach nur auf abwerfen, glaube ich, ne? So, der ist leer. Wo ist er denn? Da ist er ja. Cool. Also ich glaube, er muss die Fracht einfach nur abwerfen. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was er dabei hat. Vorsicht. Meine Raffinerie ist voll. Ach so, weil der Frachtraum wieder voll war. Hab ich gesagt, eine Cutter? Das ist eine Clipper. Vorsicht, die hat keine Rückflugkamera. Eine Metalegierung haben wir bekommen. Das ist aber nett. Das ist ja genial. Oh, super. Da freue ich mich wirklich. Das ist ja toll. Welcher von den Ingenieuren brauchte denn die Metalegierung, um freigeschaltet zu werden? Das weiß ich gar nicht mehr. War das Frau Fass hier? Ja. Geil. Vielen, vielen Dank, ey. Super. Echt nice. Das können wir wirklich gut gebrauchen, weil wir sowieso mal zu der wollten. Okay, da können wir da auch mal
demnächst direkt einen Abstecher hinmachen. Geil. Super, ey, da freue ich mich wirklich. Auch so eng ist es hier gar nicht. Da zischt er wieder davon. Ui. Ah, hier ist Systemsicherheiten unterwegs. Alles klar. Ich will mir noch ein gescheites Foto machen. Sehr schick. Geil. So, mögen Sie wohlbehalten den nächsten Sternhafen erreichen, Commander. Adios. Ich kümmere mich weiter ums Geschäft, um den Frachtraum, um die Raffinerie, um die Brocken. Das ist ja geil, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Also, aber ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht. Ey, ich wäre sonst zu der Frau Farce hier geflogen, ohne nochmal vorher zu gucken, was die von uns braucht. Dürfen wir nicht verkaufen. Dürfen wir nicht verkaufen. Wir machen jetzt hier einmal noch den Frachtraum voll. 21% Gold. Ja, komm, können wir auch mal mitnehmen. Und dann. Genau. Wird der nächste Weg mal zur Frau Farce hier sein. Da würde ich dann aber schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um nochmal einen größeren FSA einzuspeisen, dass wir erstmal dorthin fliegen können. Und die überhaupt dann erstmal freischalten können. Super. Oh oh. Hände hoch. Alles sauber. Machen Sie sich auf Ihren Weg. Jawohl. Gold, Bertrandit, Samarium. Passt alles. Darf ich nicht verkaufen, ey. Ich hoffe, ich verkaufe das nicht aus Versehen. Um Gottes Willen. Frachtraum ist gleich wieder voll. 26 Drohnen noch dabei. Ich hau direkt mal wieder 5 raus. Habe ich wohl einen echt Cutter gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ist natürlich eine Clipper, eine kleine. Eine kleinere Clipper. Die Cutter wäre nochmal um einiges wuchtiger gewesen neben unserem T6-Transporter. Einmal Gold, och Gottchen. Bertrandit, hau ab. Wunderbar. Ach, guck mal, eine Killback, die noch hier zum Abbauen gekommen ist. Aha. Da ist er noch. Sehr gut. Schrieb mir auch jemand von euch das System, wo man den T10 beim Chinesen kaufen kann. Vielen Dank dafür.
Ich muss es mir nur noch... Palladium allerdings nur 6%. Lassen wir mal aus. Muss ich mir nur noch mal raus kopieren, das System. Der. Noch mal ein bisschen Platin. Ich hätte gerne noch ein bisschen Platin. Vielleicht kommen wir doch mal auf 25, 30 Tonnen. So nicht. Der Grund, warum sich das Schiff manchmal schneller bewegt, wenn man hier eigentlich mit geöffneter Frachtluke unterwegs ist, okay, wir haben echt Glück, ist, wenn ich den Erdsucher losschicke, dann schließt sich für einen kurzen Moment die Frachtluke und genau in dem Moment ruckt das Schiff manchmal so ein bisschen nach links oder nach rechts, beziehungsweise ist für einen kurzen Moment manövrierfähiger und da kann man aber manchmal so eine kleine Kurskorrektur noch schnell vornehmen. Nochmal Platin, nice, warte mal, Platin, Palladium, Bertrandit dürften wir haben, ne? Jo. Nice. Palladium waren wir bei wie viel? Bei 10. 23 Platin. Also wenn er da 130 Millionen kostet, dann ist der, glaube ich, ohne Rabatt. Der kostet nämlich standardmäßig, Moment... 's gleich, muss das hier nebenbei mal aufrufen. T10 100, okay, der kostet 124 Millionen standardmäßig. Also ohne Rabatt wäre das. Und da ist der Frachtraum gleich wieder voll, hau ich nochmal 4 raus. Das könnte gerade so reichen. Da haben wir aber echt nochmal Glück gehabt mit dem Platin. Also da kommen wir locker auf die 30 Tonnen. 26 haben wir, 4 kriegen wir da ja, doch schon wenigstens noch raus. Na komm. Mein Gott, was bin ich froh, wenn wir den T7 haben und damit mal irgendwann Bergbau machen. Wenn er dann die großen Abbaulaser dran bauen kann, also die mittleren, aber von den beiden Sorten, die es gibt, halt die größeren. So, der ist leer und 29 Tonnen Platin. Brauchen wir noch eine Tonne. Ressourcen nicht zugewiesen. Wieder noch eine zu viel. Weg damit. Zusammen. Ah, guck mal, ha, da kam der Rest noch. Super, doch 30. Nein. Ja, langsam kommt hier so ein bisschen der Schatten rein, kann das sein? Sind schon so halb im Schatten drin vom Planeten. Sieht aber auch nett aus, wenn nur noch so ein Teil beleuchtet ist.
Gold. Ja, komm, was soll's. Gold, Indit, Osmium. Ja, aber ich glaube, dass das vielleicht schon der letzte, also es ist auf alle Fälle mindestens der vorletzte Brocken, den wir abbauen, wenn nicht sogar der letzte. Gucken, wie viel Gold da zusammenkommt. Osmium vielleicht nochmal eine Tonne. Ah, könnte sein, dass wir vielleicht schon knapp voll werden. Jetzt den, Moment, schauen wir mal ganz kurz. Wir konnten uns den T6 nach, wie waren das, 18,5 Stunden kaufen? Jetzt sind wir bei 26,5 Stunden. Ui. Doch schon eine Weile am Bergbau betreiben, ne? Gold, 6 Tonnen Gold, wunderbar. So, kommen die letzten 6% und dann sind wir hier gleich fertig und können dann zurückfliegen. Ich hätte gedacht, wir kommen locker über eine Stunde, gerade weil man sich dann doch mal ein bisschen mehr Zeit lässt, wenn man aufnimmt. Aber ging ja doch ganz gut, ne? Mit der kurzen Flucht der Piraten am Anfang und jetzt noch den Warentransfer der Metalegierung. So. Indeed, weg. Noch irgendein Mist dabei. Nein. Gut, die eine Tonne Silber könnte ich eventuell noch über den Jordan schicken, falls wir nochmal einen schönen Brocken finden. Gut, wir haben noch 4 Drohnen. Es könnte gut sein, dass wir da nochmal was Gescheites abklopfen können irgendwo. Ui. Doch ruhig. Na gut, das ist die Systemanaconda. Ach komm, hier ist nochmal Gold drin. Dann lass uns den Rest an Gold noch mitnehmen und dann ist gut. Bisschen hier rüberfliegen. Nicht, dass die Sammler gleich kaputt gehen. Genauso. Alle beide kaputt. Und nochmal Gold. 2 Tonnen sind noch frei. Vielleicht schmeiße ich da die 2 Tonnen Silber noch raus, wenn wir den Rest mit Gold vollkriegen. Machen wir da nochmal ein bisschen mehr gut. Gut, die eine Drohne kann ich dann noch rausschmeißen und dann sind wir wirklich voll. Gut ausgenutzter Frachtraum. Müssen wir das bloß noch heil und ohne Schild zurück zum Sternhafen bringen.
und Daumen drücken, dass vielleicht die Preise für Paenit wieder ein bisschen gestiegen sind, aber ich glaube es fast nicht. Aber wir haben auch heute nicht einmal Paenit gesehen, ne? War nichts dabei. So. So, Silber raus. Drohne raus. Kriegen wir noch 4 Tonnen für Gold frei. Die dürften wir noch fast Gold kriegen. Frei. Voll kriegen. Also. Manchmal nicht so einfach. Gut. Nochmal Silber. Nochmal Gold. Das dürfte gerade noch so reichen für 2 Tonnen Gold. Guck mal, fliegt die Tonne Silber an uns vorbei. Ich hatte ja damals mal meine Anaconda, die hatte 9 Sammeldrohnen dabei. 9. Also, das war wie in so einem Ameisenbau, wenn die da einfach in einer Tour hin und her geflitzt sind. Das sah schon ganz geil aus. Na komm, kriegt noch die eine Tonne Gold voll und dann hat sich's für heute. Jo. Super, alles klar. Gut. Frachtraum ist voll, alle Drohnen sind leer. Dann können wir uns hier vom Acker machen und den ganzen Krempel verkaufen, bis auf die Metalllegierung und die 2 Tonnen Paenit, falls sich der Preis nicht gebessert hat. Gut, sind wir doch noch unter eine Stunde rausgekommen. Hätte ich fast gar nicht gedacht. Ich hätte eigentlich locker so mit einem Stündchen, einer Stunde 10 gerechnet, aber. Gut, 52 Minuten tun es auch. Aktuell. Da kommen ja noch 3-4 Minuten drauf. Und weg mit uns. Ja, mal gucken, beim letzten Mal dann, bei der letzten Explorer-Folge links oben, was ich da eingeblendet hatte, da fing mich ja noch jemand auf dem Rückweg ab. Oder wollte es versuchen. Da wollte ich eigentlich auch erst aufgeben, dachte aber, okay, der Kleine hier, der ist noch so flink, der T6. Da versuchst du mal auszuweichen, das hat auch gut funktioniert. Und er hatte sich auch nicht gemeldet, als ich direkt rauskam aus dem Ring und zurückfliegen wollte, sondern so auf halber Strecke kam der dann an. Aber noch sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, wir kommen ohne Rauszug, Rausziehversuch raus. Oder wieder an. Ja, sieht ganz gut aus. Keiner will was von uns. Wunderbar. Super, ja. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt nur noch. Echt? Oh, fuck, ey. Okay, die liegen da wohl langsam alles in Schutt und Asche, oder wie? Die bösen Außerirdischen. Ihr wolltet sie haben, jetzt sind sie da und jetzt machen sie alles kaputt. Soll mir recht sein. Ich glaube, wir suchen uns ein Heimatsystem entgegengesetzt zu Richtung Maya. Am anderen Ende der Bubble. Go ahead.
Gut, schauen wir mal. 3,85 Millionen haben wir. Metalllegierung, die bleibt drin. Gold, 15 Tonnen. Weg damit. Einmal Osmium, weg damit. 14 mal Palladium, weg damit. 30 mal Platin, weg damit. 19,5 hier aktuell ist okay, weg. Dann 16 mal Praseodym. 5 mal Samarium. 2 mal Painit, immer noch. Oh, bei 19,4. Ach Gottchen. Jo, das war's. 1,1 Millionen, ziemlich genau haben wir gemacht. Spitze, wieder dem T6, dem T7 ein wenig näher gekommen. So, und der Handelsrang steigt dann auch wieder ein paar Prozente. Ich glaube, um ein. Ist der beim letzten Mal nur um 1% gestiegen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ne, der wird bestimmt um ein paar Prozent mehr steigen. Egal, sehen wir dann in der nächsten Folge. Knapp 5 Millionen haben wir auf der hohen Kante. Das ist eine super Sache. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Morgen dann ein Livestream. Wann genau, weiß ich noch nicht. Werde ich dann rechtzeitig ankündigen auf Twitter und auch auf YouTube. Dann wird es ja dann auch angezeigt, wenn ich den einstelle, wann er dann losgeht. Also rechnet mal irgendwas zwischen 17 Uhr und 19 Uhr irgendwann in der Dreh, denke ich mal. Wird er dann anfangen. Eventuell ein bisschen eher. Also eher Richtung 17, 17:30 Uhr vielleicht. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.